Heute zeige ich euch, wie man eine Tapete über ein LED-Licht tapeziert, damit man diesen richtig geilen Lichteffekt bekommt, damit man indirektes Licht hinter der Tapete hat. Gibt es bis jetzt noch nicht, habe ich noch nie gesehen. Jetzt gibt es aber und ich möchte es euch zeigen. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gesehen habt oder ob ihr sowas vorstellen könntet, zu Hause zu machen. Wir tapezieren heute von Funktionsflächentextil das Snake Plus. Das ist ein nahtloser Wandbelag, den man auf 3 Meter mal 20 Meter maximal drucken kann. Und der hat hinten einen durchsichtigen Rücken, das ist ein bisschen so stoffartig, so feinmaschig und so kann das LED-Licht durchscheinen. Jetzt würde ich aber sagen, gebe ich an meinen Vater weiter, der erklärt euch das Ganze nämlich praktisch an der Wand. Die ist von Haus auf Q3 geklettet worden, also das heißt, wenn wir in den Altbau kommen und wir haben eine gestrichene Wand, die dementsprechend gut vorher schon gespachtelt ist, und wir einen Anstrich drauf haben, können wir die problemlos mit 120er Schleifpapier einmal durchschleifen und können sie dann zweimal mit Primer grundieren, sodass wir dann auch direkt drauf tapezieren können. Allgemein muss die Trockenbauwand oder der Untergrund, die verputzte Wand, muss immer eine Q3-Spachtelung vorhanden sein. Das heißt, bei Trockenbau sollten die Fugen zweimal gespachtelt, geschliffen und einmal die komplette Fläche überspachtelt werden und geschliffen werden. Einen guten Gipsputz zum Beispiel reicht es dann aus, wenn wir die Fläche komplett einmal nur überziehen. Muss natürlich sauber geschliffen sein, abgestaubt und dann wird das Ganze zweimal mit FFT Primer grundiert. Warum zweimal grundieren? Einfach aus dem ganz einfachen Grund. Ihr müsst, beziehungsweise die Wand muss gleichmäßig saugen und der Kleber darf nicht zu schnell wegtrocknen. Und da wir eine nahtlose Tapete haben, kleistern wir die ganze Wand ein. Also von links nach rechts komplett einkleistern, weil wir das Ganze dann aufrollen. Und deswegen darf am Ende nicht der Kleister wieder trocken sein, deswegen darf der Kleister nicht so schnell wegtrocknen und dazu dient die Grundierung bzw. der FFT Primer. Den FFT Primer kann man mit der Bürste auftragen, man kann ihn aber auch mit der Rolle auftragen. Wir nehmen aus dem Grund eine Bürste, da man den FFT Primer sauber und gleichmäßig einmassiert und der nicht nur auf der Oberfläche aufliegt. Der Hans hat aber auch noch was zu sagen und zwar kann man das Ganze auch sprühen. Es gibt ja auch manche, die sprühen das auf, aber da liegt der FFT-Primer nur auf der Oberfläche auf und das beeinträchtigt halt meine Haftung. Wir haben hier unser LED-Profil, haben wir jetzt abgeklebt und zwar aus dem Grund, dass kein FFT-Primer darunter läuft. Beim Tapezieren werden wir das Teser wieder ablösen. Und da wird natürlich der Kleister dann drüber kommen. Wenn der FFT Primer getrocknet ist und ihr jetzt anfangen wollt zu tapezieren, ist ganz wichtig, dass ihr euch das Snake Plus bzw. die nahtlose Tapete erstmal vorbereitet, indem ihr euch an der Wand einen Strich macht mit einem Laser und den Überschnitt beachtet. Also wir liefern die Funktionsflächentextile immer mit rechts, links 3 cm, oben, unten 3 cm. Heißt, ihr stellt den Laser jetzt auf zum Beispiel 30 cm von links ein. Und markiert euch an der Tapete von oben nach unten mit Klebebändern zum Beispiel 33. So habt ihr 3 cm Überstand, wenn ihr das an dem Laser ansetzt. Das macht ihr jetzt zuerst und dann könnt ihr die Wand einkleistern und die Tapete ansetzen. So, den Package Glue, den haben wir natürlich schon mal vorbereitet. Haben dann angerührt und jetzt werden wir ihn mal auf die Wand bringen. Die Wand könnt ihr mit einem mittellangen Lammfellroller einkleistern, natürlich einen Pinsel noch dazu und das Ganze dann gleichmäßig einstreichen. Nicht zu wenig Material drauf, aber auch nicht zu viel. Der Hans hat einen ganz guten Tipp, wie man die richtige Materialmenge bestimmen kann. So, jetzt haben wir unsere schöne gleichmäßige Stärke vom Kleister. Dann können wir jetzt unser FFT holen und es an die Wand bringen. Jetzt geht es ans Tapezieren und jetzt wird es auch ein bisschen interessanter. Und zwar müsst ihr das jetzt gerade am Strich ansetzen und dann müsst ihr von links nach rechts, oben nach unten, wie ihr es halt angesetzt habt, die Luft rausstreichen. Und zwar benutzen wir dafür keinen Tapezierroller, sondern eine Tapezierakel. Die bekommt ihr auch, wenn ihr bei Funktionsflächentextil bestellt, kostenlos zur Lieferung dazu. Und somit habt ihr schon das optimale Werkzeug, um das Ganze an die Wand zu bringen. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Oder was sagt ihr? So, man könnte es jetzt auch mit Stecknadeln fixieren oben. Dann würde es auch von selbst halten. Wir haben hier ein schönes Rakel mit zwei verschiedenen Kanten. Eine ist gerundet und eine ist scharf. Immer mit der runden Kante das FFT
zur Seite wegschieben und die Blasen rausschieben. Und nicht wild hin und her schieben, schön zur Seite weg. Wenn die Ecken gerade sind, kann man das durchaus in die Ecken tapezieren. So, wenn wir alles sauber dran haben, dann können wir jetzt unsere Nadeln rausnehmen wieder und können mit einem scharfen Cuttermesser, mit einer scharfen Klinge mal sauber die Kanten abschneiden. Das Besondere bei dieser Tapete ist, dass es ja keinen Rücken hat, also kein Trägermaterial. Und deswegen drückt es auch den Kleister durch. Deswegen werden wir, nachdem die Tapete dran ist und alles abgeschnitten ist, nochmal die komplette Fläche einkleistern. Das dient so ein bisschen als Schutz, aber es dient auch dazu, dass keine matten Kleisterflecken auftrocknen, sondern alles dann gleichmäßig aussieht. Wie das funktioniert, seht ihr gleich. So, wie ihr schon bemerkt habt, macht es bei diesem FFT, bei dieser Qualität, Snake, spielt es keine Rolle, wenn man mal ein bisschen Kleister auch an die Tapete bringt. Da wird es ja eh mit Kleister noch einmal komplett überziehen. So, jetzt ziehen wir mal unser Taser weg, machen das Vlies vom Boden weg und dann schauen wir mal, wie unser Licht in Verbindung mit dem FFT ausschaut. Natürlich haben wir immer sauberes Wasser und einen sauberen Lappen dabei, dass wir Kleisterflecken an den Wänden direkt weg entfernen können. Wir sind jetzt fertig, so, und jetzt schalten wir mal unser LED-Sein ein und schauen uns das Ergebnis an. Bombe. So Leute, und wenn sich jetzt jemand denkt, uiuiui, was ist, wenn das LED-Licht kaputt geht? Ist überhaupt kein Thema. Unser Snake kann rückstandslos von der Wand entfernt werden, in die Waschmaschine, gewaschen bei 30 Grad, kalt, und dann wird es wieder tapeziert, LED ausgewechselt, tapeziert und alles ist wieder im grünen Bereich. Nach dem Trocknen habt ihr auch schon ein richtig schönes Ergebnis. Ich hoffe, ihr auf der Baustelle habt ebenso ein schönes Ergebnis. Und wenn ihr das Ganze schon bearbeitet habt, dann sagt uns gerne Bescheid, gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns immer darüber. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, gebt auch einen Daumen nach oben auf YouTube und abonniert meinen Kanal. Kommentiert, wie ihr es fandet und wie ihr das mit dem LED-Licht findet. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tobi. Macht's gut.